Hallo zusammen, ihr merkt schon, wir sind heute mal nicht draußen irgendwo hier in La Manga auf der Anlage des VfB Stuttgart oder beim Trainingsplatz, sondern in unserem kleinen Apartment hier, denn die Wetterbedingungen haben umgeschlagen. Es ist ganz schön windig, ganz schön stürmisch. Ich habe mal vorher beim Testspiel gesehen. Das lief ganz gut für den VfB. Der Trainer Wolf war zufrieden, vor allem mit der ersten Halbzeit. Man hat dominiert, hat ein schönes Tor geschossen. Er hätte sich zwar zwei, drei mehr gewünscht, aber insgesamt war es für ihn in Ordnung. Mario Gomez, mit dem haben wir kurz gesprochen nach dem Spiel, der hat sein erstes Tor gemacht. Hat gesagt, ich hätte ein kleines Scherzchen gemacht. Ich wusste gar nicht, dass der Gente so einen Überblick hat, trotz dessen, dass er eben diese Maske trägt. Ja, also man ist zufrieden hier im Lager. Keine Verletzten, außer Holger Badstuber, der leider abreisen musste, lässt sich hier bei Dr. Müller-Wohlfahrt in München durchchecken. Und ja, wird sich dann nächste Woche zeigen, ob er zur Verfügung steht. Morgen steht für den VfB Stuttgart regeneratives Programm an. Trainer Wolf wird ein bisschen auf die Bremse treten und eben seiner Mannschaft Ruhe geben, sich wieder, damit sie sich wieder erholen kann, um dann am Montag wieder einmal zu trainieren und nachmittags wieder ein Testspiel gegen Ostende zu absolvieren. Wir hatten ebenfalls die Möglichkeit, mit dem Sportchef Michael Reschke heute zu sprechen, der sehr ausführlich war, der sich sehr viel Zeit genommen hat. Die Kernaussagen von ihm lest er bei uns auf den Homepages. Unter anderem hat er gesagt, zu 75% wird nichts mehr passieren in dieser Wintertransferphase. Das heißt, der VfB Stuttgart plant aktuell mit diesem Kader in die Rückrunde zu gehen. Außer, dieses Hintertürchen aber sich offen gelassen, es verletzt sich jemand. Ja, man hat man dann noch der Zeit, bis zum 31.01. zu reagieren. Das erste Spiel gegen Hertha ist am 13. Dieses Hintertürchen ließ man sich offen. Das war's von uns für heute. Wir melden uns morgen wieder hier aus Spanien und sagen Hasta luego.